Meint ihr das? Ihr macht eine Umfrage auf YouTube, setzt eine Trollantwort für eure Zuschauer. Die Trollantwort erhält auch noch die meisten Stimmen. Ihr wertet dennoch die relevanten Auswahlmöglichkeiten zwischen Kimbo und Joyce aus. Um auf das Ergebnis zu kommen, dass ihr Zuschauer Joyce sehen wollt, aber es dennoch Kimbo wird, schuld ist Chris. Chris? Ja, was los, Bruder? Die Community hat Joyce gewählt. Wen nehmen wir? Kimbo. Geht klar. Ja, Freunde, Joyce hatte keine Zeit und somit springt die wunderbare und einzigartige Kimbo ein. Juhu, ich freue mich. Applaus. Macht aber keinen Unterschied. Beide sind wundervoll. Ich liebe euch, ja? Grüße gehen an 385 Ideal raus, der sich noch immer meine Hip-Hop-Box-Unboxing-Videos reinzieht und diese sogar feiert. Vielen lieben Dank, Bruder. Weiter so. Ich produziere zwar keine mehr, aber guck dir die restlichen Videos an. Link zum Logitech X50 Unboxing in der Beschreibung. Da findet ihr auch den Link zum Lautsprecher auf Amazon. Anklicken, alle Logitech-Lautsprecher kaufen und Katjas neuen Song darauf gleichzeitig abspielen. Kann, lässt sich aber eindrücken und wirkt wirklich massiv billig. Also man sieht richtig den Übergang von... ja, von hochwertig auf total beschissen, ich weiß auch nicht warum, aber der wird sicherlich brechen, wenn die darüber latschen, wir sehen's dann ja. Und das, meine Freunde, und das testen wir nun aus. Lasst einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, los geht's. So, meine Freunde, da haben wir uns getroffen zum Logitech X50. Naja, ich sag mal, Mini hat getestet mit Kimberly, weil Joyce keine Zeit hat. Oder weil sie einfach nicht gekommen ist, diese blöde Sau. Aber, ja, Kimberly, ja. Ne? Und ich habe gewotet, zwar für Joyce, aber hier nehmen wir jetzt Kimbo, denn die ist die zweitstärkste Votkraft gewesen. Vielen Dank fürs Voten. Voten, votet einfach mit. Ich habe noch irgendeine Umfrage oben mit reingesetzt. Einfach mit voten, ob es gar keinen Sinn ergibt. Einfach machen und mit voten. Kimbo wird jetzt ein paar Mal drüber laufen und dann will ich mal wissen, ja, dann sind wir mal gespannt, ob denn dieses komische Ding da, dieses Spindel, wenn das ganze Ding nicht wegweht, ja, heilig oder nicht. Ja. Das heißt, von A nach B rennst du rüber. Also, ich hab das euch auch gefallen, das Video, Quatsch, das Review meine ich, und den Amazon-Link. Ansonsten, Kimberly, leg mal los. Was war das denn? Was wiegst du jetzt aktuell? Darf man das sagen? Ja. Ja? Wie viel? Hier, so. Warum ist das gar nicht zu sagen? Guck dir mal selber eine Kamera an. Siehst du das? Was sagst du denn zu meinem Video, Dre? Du kannst dich gerade selbst auf dem Display ansehen, Video, du. Ja. Sieht gut aus? Ja. Danke. Und 165, die war. Achso, ich drehe übrigens extra schief. Das hat den Grund, dass es einfach dramatischer aussieht, wenn ich da gleich Musik mit drunter bin. Das machst du gut, Kimberly. Möchtest du währenddessen den Zuschauern noch was sagen? Ich liebe euch alle, meine Fans. Danke, gib mir ein Like. Ja. Tja, Freunde, trotz meiner Befürchtung im Unboxing hat der Schutz oben problemlos gehalten. Da lag ich wohl falsch, aber dafür ist die Box jetzt dreckig und ich bekomme sie nicht sauber. Danke, Kimbo. Hast du echt gut gemacht. Link zum Unboxing und Produkt in der Beschreibung, da findet ihr auch Kimbos MX90, die ihr da im Video gesehen habt, diese grauen. Deshalb lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, aktiviert die Glocke und ich würde mal sagen, wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dann, euer Chris.